Herzlich willkommen, Professor Dr. Norman Pesch. Wir sind seit Juso-Zeiten, man soll es nicht für möglich halten, befreundet. Und du warst schon damals marxistisch orientierter Sozialdemokrat, Jungsozialist und immer auch unser Vorzeigejurist in den Fragen des Völkerrechts ganz besonders und sehr engagiert, auch in den Fragen. Ich war ja dabei, wie die palästinensische Gemeinde, die ja hier einen fast einen Orden, einen Preis verliehen hat, weil du dich so hier für die Unterdrückten auch in Israel eingesetzt hast. Jetzt geht es eigentlich heute um China. Du warst in China, vielleicht fasst du ohne eine von mir spezifizierte Frage deine Eindrücke erst einmal zusammen. Ja, zunächst grüße ich auch dich, Dieter, auf diese Weise wieder zu sehen. Wir kennen uns ja auch dann im Bundestag, haben wir miteinander zusammengesessen. Ja, dann hatten sich unsere Wege eigentlich gar nicht getrennt, aber ich bin herausgegangen, du bist noch eine Weile da geblieben und ich habe sozusagen meine Wissenschaft weitergemacht. Und da kam es dann eben auch ein Ruf des Bundestages wieder plötzlich. Ich sollte Stellung nehmen zu den Menschenrechtsverletzungen der Uiguren gegen die Uiguren in Xinjiang in China. Ich hatte, muss ich sagen, keine Ahnung, habe mich dann allerdings sehr damit beschäftigt, bekam Zweifel an dem, was eigentlich heute gang und gäbe ist, nämlich dort schwere Menschenrechtsverbrechen zu diagnostizieren, bis hin zum Völkermord. Alles das wird auch heute denen noch nachgesagt. Ich muss von vornherein sagen, das ist natürlich eine Strategie, die in der Gesamtstrategie der Konfrontation, der zunehmenden Konfrontation gegen China angelegt ist. Wir kennen das, es war auch schon mal die Problematik Tibet, dann Hongkong, jetzt ist es Xinjiang, die Uiguren, aber im Hintergrund ist auch noch die Konfrontation mit Taiwan. Das heißt, es gibt eine wirklich Strategie des Hegemonen, der um seine Hegemonie fürchtet, und zwar, dass ihm der Zugriff auf diese Welt, die er bisher fast ohne Grenzen hatte, zunehmend eingeschränkt wird. Das als Vorwort. Ich habe dann die Möglichkeit ergriffen, als mich einige Kollegen, Sinologen der Universitäten, aufgefordert oder eingeladen haben, mit ihnen eine Reise nach Xinjiang zu machen, erst nach Beijing und dann nach Xinjiang, um mir das Ganze auch vor Ort anzugucken und zu sehen, was ist eigentlich aus meinen Zweifeln geworden. Ich muss vorausschicken noch ein zweites. Und das ist, unsere Reise konnte nur das feststellen, was wir jetzt sehen und nicht über das, was in der Vergangenheit sozusagen der Politik in Xinjiang nachgesagt wird. Und da ist das, was mir zuerst auffiel und was in Xinjiang auch heute noch eine große Rolle spielt. Es gab bis 2019 ungefähr enorme Terrorprobleme, und zwar ein dschihadistischer Terror, wie auch ein Terror der Separation, dass man dort einen Turkstaat gründen wollte. Der World Congress auf Uiguren in München spricht auch jetzt nicht etwa von Xinjiang, sondern von Ostturkestan. Das war eine ausgesprochen große Herausforderung gegenüber der ganzen Bevölkerung. Und da haben die Chinesen, wir kennen das aus dem Antiterrorkampf der Amerikaner auch in Afghanistan und im Irak, haben sie offensichtlich wohl auch hart durchgegriffen. Und man kann nicht ausschließen, dass es dort auch zu Verletzungen der Menschenrechte gekommen sind. Nur was ich jetzt gesehen habe, entspricht überhaupt nicht mehr den gegenwärtigen Erzählungen, die immer noch sich auf diese Zeit berufen und auch meinen, das sei bis in diese Zeit nicht besser geworden. Ein Punkt davon sind die Lager. Das sind Deradikalisierungslager in der Tat gewesen, wo man versuchte, diejenigen, die politisch eben auf Separation oder dschihadistischen Weg war, sozusagen zu integrieren und wo es durchaus auch zu Menschenrechtsverletzungen gekommen sein muss.
Aber heutzutage bestehen sie nicht mehr. Seit 2019 bestehen sie nicht mehr. Aber diese Geschichten werden immer noch verbreitet. Genauso, das ist die Geschichte, dass es dort 1 Million Uiguren in Konzentrationslager waren. Das ist eine totale Ente, wie sich auch herausgestellt hat, aber die immer noch irgendwie in den Medien hochgezogen wird, um Front gegen die Politik zu machen. Was wir gesehen haben, das muss ich im Kurzen, es war ja nur eine Woche. Und wir sind dort zwar, haben viele Gespräche, wir waren eingeladen von der Sozialwissenschaftlichen Akademie der Wissenschaft in Urumqi. Und wir hatten dort mit vielen Kollegen, also Professoren, aber wir hatten auch mit vielen in Schulen und so weiter, hatten wir sehr viele Kontakte. Was wir dort gesehen haben, entspricht in keiner Weise mehr dem, was wir hier irgendwie immer noch erzählt bekommen. Das ist von Folter über Mord und so etwas. Es gibt Morde, wie in jedem Staat. Aber auch das ist nicht eine inszenierte und eine konzentrierte staatliche Politik dort. Sondern was wir gesehen haben auch, ist, dass die weitgehende Armut in Xinjiang beseitigt worden ist. Das hat sogar die Weltbank bestätigt, die China ausdrücklich gelobt hat, dass sie 600 Millionen Leute aus der Armut geholt haben. Und insbesondere in Xinjiang, wie aber auch in Tibet, hat die chinesische Regierung offensichtlich eine enorme, sozusagen intensive Entwicklungspolitik geleistet. Mit sehr viel Geld, aber auch mit sehr viel sozialen Institutionen, die ganzen hier Legenden, dass die zweite Sprache, also das Uigurisch dort verboten sei, ist vollkommen falsch. Sie haben eine Grundschulausbildung über 9 Jahre mit zwei Sprachen. Einerseits natürlich das Mandarin, das Han-Chinesisch, als die Lingua Franca in ganz China. Das ist auch notwendig in einem Land von 1, Milliarden, dass die eine Sprache haben, in der sie sich von einer Grenze zur anderen auch verständigen können, aber ebenfalls die uigurische Sprache. Und wir haben auch gesehen, wir haben Instrumentenbauer, wir haben auch dort kulturelle Veranstaltungen gesehen. Das heißt, alles das, was hier verbreitet wird, um die sozusagen Zurückdrängung der uigurischen Identität, ihrer Religion und ihrer Kultur, wir haben das überhaupt nicht feststellen können und sind auch der Überzeugung, nach dem, was wir in den Gesprächen hatten, dass uns da nichts vorgemacht worden sind, sondern dass das glaubhaft war, dass dieses einfach Legenden sind, die immer wieder aus bestimmten, da können wir noch drüber reden, Quellen immer wieder erneuert wird und hier absolut kritiklos auch aufgenommen werden. Du hast den Hegemonen nicht beim Namen genannt. Das sind ja die USA. Und wir haben ja schon zu Zeiten unserer sozialdemokratischen Mitgliedschaft vom Hauptfeind des US-Imperialismus gesprochen. Was ist da jetzt die Neuerung, weshalb der Hegemon so aggressiv auf China, und das ist ja auch chiffriert in den antirussischen Maßnahmen, reagiert, nachdem es diese teilweise ja auch antagonistische Verdichtung unter den BRICS-Staaten gibt, die sich gegen die unipolare Dollarherrschaft und die Militärherrschaft des Pentagon wehren. Also, eines ist klar, der Exzeptionalismus der USA, das, was in sozusagen Vulgo genannt wird, America First, hat die US-amerikanische Politik nicht erst seit Trump, sondern das ist durchgängig die ständige Position der USA. Das heißt, Amerika ist sozusagen der Dominator dieser Welt und hat auch, das ist das Wesentliche, unbegrenzten Zugriff auf das, was sie brauchen, sei es strategisch, wie aber auch mit den Ressourcen. Und dieses ist wohl der Kernpunkt, dass sie sehen, nachdem sie die UdSSR und jetzt Russland aus dem Feld geschlagen haben, dass sie sehen, dass dieses Land nicht mehr in der Lage ist, sie irgendwie in dieser Rolle herauszufordern, aber im Hintergrund China gesehen haben. Es geht seit
einem Jahr um nichts anderes als China. Und zwar die ökonomische Sozialität. Du meinst auch in der Ukraine? Auch in Es der geht. Ukraine. Ja, auch in der Ukraine. Das heißt, das war natürlich ein, oder das ist immer noch ein Krieg, der gar nicht um die Ukraine geht, sondern das ist ein Krieg der USA zusammen mit der NATO und ihren Vasallenstaaten gegen Russland. Und dort geht es, das was Baerbock so ganz einfach ausgedrückt hat, Russland ruiniert, darum geht es immer noch. Aber man hat gesehen, dieses ist etwas, was man mit eigenen Waffen und fremden Fußvolk, nämlich ukrainischen, durchaus im Griff hat im Augenblick. Der viel größere Feind ist nicht militärisch, aber ökonomisch die Volksrepublik China. Und das ist der große Grund. Der Aufschwung, die wirklich rasante Entwicklung technologisch, sozial und auch ökonomisch und damit auch politisch in der Ausstrahlung nach Afrika, nach Lateinamerika oder auch nach Asien, das ist in den Augen der USA eine totale Bedrohung ihres Herrschaftsanspruchs. Und dagegen gehen sie vor. Einerseits mit den Sanktionen, dass sie versuchen, die Halbleiterproduktion sozusagen ihnen vorzuenthalten, wo sie jetzt gerade merken, das geht nicht, weil die Chinesen auf gleicher Höhe technologischer Kompetenz auch produzieren. Und dann ist die Gefahr, dass das militärisch wird über den Taiwan-Konflikt, so wie der Ukraine-Konflikt sozusagen das Mittel zur Bekämpfung auch der UdSSR ist. Das ist die große Befürchtung. Wir haben ja in der UNO die Berichte, dass China, du hast vorhin 600 Millionen Menschen erwähnt, die aus der Armut geführt wurden, 400 Millionen, das ist dann wahrscheinlich auch eine gemeinsame Deckungsgröße, auch vom Hungertod direkt befreit hat. Also nicht vom Verhungern, sondern vom richtigen Hungertod. 400 Millionen, also ein Vielfaches als die EU-Mitglied und Einwohner hat. Ich will doch sagen, das ist noch nicht zu Ende. Es gibt dort immer noch Armut. Aber sozusagen die existenzbedrohende Armut, die ist wohl weg. Man weiß nicht, wie es in wirklich sehr entfernten Gegenden in den Bergen noch ist. Aber hier, und das ist etwas, wir müssen uns vorstellen, China ist immer noch ein Entwicklungsstaat und muss dort anders vorgehen, als auch in einer sozusagen satten, voll entwickelten liberalen Demokratie. Dort ist es notwendig, dass ein Flughafen in 2 Jahren noch hergestellt wird, dass eine Fabrik in einem Jahr aufgebaut wird. Hier kann man sich da 10 Jahre, 15 Jahre und so weiter leisten, dort nicht. Und das ist auch ein Problem, weswegen man sagt, diese ungeheure Disziplin, diese ungeheure Arbeitsamkeit, das ist etwas, was auch tief im Konfuzianismus der chinesischen Gesellschaft verankert ist. Das ist nichts, was sozusagen kommunistisch originär ist. Und das ist das, was Sie wohl auch sehen, das ist die Bedrohung, die Dynamik, die in der Entwicklung ökonomisch und auch sozial dieses riesigen Staates steht. Das war genau, du hast einen Teil meiner Frage schon vorweg beantwortet, meine Anlage. Zum gleichen Zeitpunkt, wo China das beginnt, 400 Millionen direkt vom Tod durch Verhungern zu befreien, hat Indien begonnen, hat Pakistan begonnen, auch sehr bevölkerungsreiche Länder und sind zu ganz anderen entgegengesetzten Ergebnissen gekommen. Und du sagst, das ist Konfuzianismus. Was ist an dieser Strategie, die die UNO, und zwar alle letzten 3 UNO-Generalsekretäre, also so lobt, ausdrücklich lobt, unsere Weltstatistik verdankt China diese Verringerung an Hungertoten. Was ist das Spezifische, mit dem du glaubst, in einem Land, in dem eine kommunistische Partei regiert und gleichzeitig ein Staat teilweise auch kapitalistische Elemente in seine Wirtschaft einbaut, was hier sozusagen für diesen
humanen Erfolg verankern. Das, was man immer wohl merkt, wenn man mit denen auch ins Gespräch kommt, wir haben natürlich auch in Beijing Gespräche geführt und auch mit Kollegen, wesentlichen Professoren, das Beispiel des Scheiterns des Kommunismus in der Sowjetunion. Das ist ihnen als Menetekel immer an der Wand. Das heißt, diese Fehler will man nicht nochmal machen. Und deswegen ist man dazu übergegangen, eine total von der Partei dominierte Ökonomie, aber mit der Integration jener Elemente des Kapitalismus, die auch erfolgreich dort zur Entwicklung beitragen. Nämlich auch zum Beispiel eine gewisse Konkurrenz, die sich staatliche Firmen machen. Aber auf jeden Fall, das sieht man jetzt bei dieser sogenannten Immobilienkrise und so weiter, die Partei ist letzten Endes sehr zentralistisch am Ruder. Das ist das eine, was sie zweifelsohne unterscheidet gegenüber Indien, Pakistan oder so etwas und allen anderen Modellen. Und das ist hier ja ein Horror, dass die Partei eine derart starke Position da hat. Und das Zweite ist, dass das haben wir in den Schulen gesehen. Das war für uns fast unbegreiflich, mit welcher Disziplin und welcher Konzentration die ließen sich über von uns, wir waren ja im Grunde für sie exotische Langnasen, überhaupt nicht ablenken, dort der Lehrerinnen folgten, mit welcher sozusagen Disziplin, die das machten. Die Lehrer, die wir fragten, sagt sie, ja, das Erste, was sie kriegen, ist Disziplin und Ordnung. Ein Horror hier für diese liberale Freiheitsgesellschaft, die sozusagen das ganz anders sieht. Aber das hat natürlich auch eine, sagen wir mal, Produktionsmoral, eine Arbeitsmoral zur Folge, die wirklich enormes Potenzial hat. Und das mal viermal die Bevölkerung der USA, das ist ein Potenzial, mit dem man dann rechnen muss, was eben auch nicht nur einfach in der Quantität, sondern auch in der Qualität in der Lage ist, Hervorragendes zu leisten, wie es jetzt in der Konkurrenz um die Halbleiter geht. Letzte Frage. Wie kommen wir zu einem Frieden in der Ukraine? Verhandlungen, sofort. Ich plädiere sofort für Waffeneinstellungen und man wird immer sagen, ja, dass wir können den Ukrainern nichts vorschreiben. Natürlich, wir können sagen, wir liefern keine Waffen mehr. Ich bin der Überzeugung, so selbstständig wie Zelensky hier hingestellt wird, ist er beileibe nicht, sondern die Entscheidungen, militärischen Grundentscheidungen, werden immer noch in Washington und auch in NATO-Hauptquartier gemacht. Also da ist möglich, und das finde ich, ist absolut notwendig, sofort Verhandlungen. Und ich bin auch der Überzeugung, die Russen werden darauf eingehen. Also die Argumentation von Baerbock, wir müssen Waffen liefern, um die Ukraine zu unterstützen im Selbstverteidigungsrecht, ist völkerrechtlich formal richtig, ja, aber politisch falsch. Ja, vor allen Dingen, nein, es ist so, sie sagt ja, bis zum Sieg, bis die Ukraine alle ihre besetzten Gebiete wieder zurückerhält. Das ist militärisch meines Erachtens und nach dem Urteil selbst des US-Oberbefehlshabers ist das Illusion. Das wird nicht. Es wird also ein langer, langer Krieg. Und von dort her sage ich, man muss das Leben dieser Bevölkerung höher einschätzen als sozusagen die Frage der Souveränität über die ganze Ukraine. Man muss dann zurückstecken, das Leben der Bevölkerung ist viel mehr wert als sozusagen die integrale Souveränität eines Landes. Man kann im Augenblick nichts dafür sagen, dass wenn dort Waffen geliefert werden, ist es nach wie vor, wenn das unter dem Signum Selbstverteidigung und Hilfe zur Selbstverteidigung gemacht wird, da kann man formal nichts zu sagen. Aber politisch halte ich es für grundfalsch. Ich finde. Ja. Herzlichen Dank nach Hamburg an Professor Dr. Norman Pesch. Es war ein ausgiebiges und, wie ich glaube, sehr informatives Gespräch. Und bleiben wir alle wachsam, was China anbetrifft. Wir sollen hier in eine weitere Verschärfung alle reingezogen werden und die Propagandamaßnahmen laufen auf Hochtouren. Norman Pesch hat mitgeholfen, etwas
Aufklärung gegen diese Propaganda zu setzen. Herzlichen Dank nach Hamburg. Na, herzlichen Dank auch dir nach Berlin.